Talentshows und sogenannte Doku-Soaps sind heute sehr beliebt. Warum wohl? Achte auf indefinite pronouns, someone or no one und finde drei Möglichkeiten, deine Meinung zu sagen. Meiner Einschätzung nach sind Talentshows und Doku-Soaps sehr beliebt, weil sie dem Zuschauer eine große Möglichkeit zur Identifikation bieten. Ich bin davon überzeugt, dass dabei die Authentizität eine große Rolle spielt. Die Teilnehmer dieser Shows sind keine perfekten Stars, sondern Menschen wie du und ich. Der Zuschauer kann sich deswegen mit diesen normalen Menschen identifizieren. Man hat das Gefühl, jemanden auf seinem Weg zum Erfolg von Anfang an begleiten zu können und somit indirekt an dem Erfolg teilzuhaben. Wenn normale Menschen zu Stars oder Helden werden können, denkt der Zuschauer, er könne das auch. Ein weiterer Grund für die Popularität dieser Shows ist sicherlich die Unterhaltung. Mir scheint, dass es für viele Zuschauer sehr unterhaltsam ist, wenn sich jemand lächerlich macht oder versagt, indem er schlecht singt oder ähnliches. So here we are. Indefinite pronouns. We had the word jemand. And it was used twice and in two different forms. So, man hat das Gefühl, jemanden begleiten zu können. And begleiten here means to accompany. You've got this in the accusative because this is the object of the verb, to accompany. So, man hat das Gefühl, you get the feeling that you can accompany somebody on their way to stardom, is what the text said. So, in this case, it's in the accusative because it's the object of to accompany, and that changes, adds that an extra ending, en, onto the end. And the same thing happens with niemand, if you see that, which is nobody. The other example, wenn sich jemand lächerlich macht, this is somebody is doing the action here, they're the subject, they're making a fool of themselves. So, wenn sich jemand, and it's in the nominative, so no ending, no en ending is added. And did you find at least three ways to give your opinion? Meiner Einschätzung nach, according to my estimation, which is a good phrase. Ich bin davon überzeugt. This is a much, das, Entschuldigung. Ich bin davon überzeugt, das. It's a much more strong way of giving your opinion. I'm convinced, that's what it means. And mir scheint das, it seems to me that. And remember, after your das's, you always have to have the verb at the end.